Hallo und herzlich willkommen bei Mensch Mesh. In meiner heutigen Benutzeranfrage zu Affinity Designer erkläre ich euch, wie ihr eine DVD-Attrappe oder ein DVD-Mockup erstellen könnt. Die Anfrage kommt vom Benutzer Abmischen lernen und ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal für die Anfrage und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Das Tutorial wird etwas länger dauern. Ich werde das in einzelne Sektionen aufteilen und ihr könnt im Kommentarbereich auch direkt auf weitere Stellen des Tutorials springen. Da füge ich euch entsprechend die Links ein. Wir beginnen mit einem neuen Dokument mit Command N und dieses Dokument soll angelegt werden als Druck. Ich arbeite wieder mit einer englischen Benutzeroberfläche, sodass mir auch andere Benutzer folgen können, die nicht mit einer deutschsprachigen Oberfläche arbeiten. Ich wähle das Seitenformat A4 aus, die Dokumenteneinheit in Millimeter und lege auch gleich ein Artboard an. Die Farbformate und Farbprofile, die müsst ihr entsprechend so einstellen, wie eure Druckerei euch das vorgibt. Ja, ich möchte im Querformat arbeiten, deswegen lasse ich das hier deaktiviert und ich wähle eine Auflösung für die Druckerei von 300 dpi. Ich klicke auf OK und als erstes möchte ich mein Artboard hier umbenennen. Dieses Artboard wird meine Abwicklung oder auch Unwinding. Und zunächst einmal zeichne ich jetzt das Rechteck, in dem quasi die eigentliche Druckvorlage liegt. Also quasi das Inlay für das DVD-Cover. Da habe ich mir die Abmessung aus dem Internet besorgt. Die Abmessungen sind 272 mm in der Breite und 184 mm in der Höhe. Dieses Rechteck möchte ich jetzt sowohl horizontal als auch vertikal zentrieren. Das mache ich hier oben über die Schaltflächen. Jetzt funktioniert das Ganze im Druck so, dass man immer noch eine sogenannte Beschnittzulage oben drauf legt, denn die Druckereien können natürlich nicht exakt genau drucken und man legt dann quasi hier eine Zulage von 3 mm um das gesamte Objekt. Es gibt auch Druckereien, die eine andere Abmessung nehmen, aber 3 mm, das machen ziemlich viele Druckereien und dazu erzeuge ich jetzt von diesem Rechteck ein Duplikat mit Command J und jetzt möchte ich einfach die Ausdehnung nach oben 3, nach unten 3 und nach links und nach rechts 3 hinzufügen, also 6 mm in der Höhe und 6 mm in der Breite. Dazu stelle ich den Transformationsursprung hier auf die Mitte und addiere jetzt bei der Breite 6 mm dazu und bei der Höhe addiere ich nochmals 6 mm dazu. Ich brauche für diese Beschnittzulage keine Füllung und den Rand möchte ich mal, wie man das bei manchen Online-Druckereien auch sieht, in einer anderen Farbe darstellen. Dazu nehme ich mal hier so ein lila, leichtes Rot. Farbe spielt auch nicht so eine große Rolle, aber es sollte halt sich schon abheben. Ich nehme eine gestrichelte Linie, meinetwegen hier 5er Linienbreite und 5er Abstand. Und die ganze Linie selbst soll auch etwas breiter werden. Diese Linie wird nicht gedruckt. Es ist jetzt so, dass ihr quasi eure Vorlage so anlegt, dass ihr auf dem gesamten Bereich inklusive dieser 3 mm zeichnet und beschnitten wird das dann hinterher auf der Schneidmaschine genau an den Konturen, die ihr gerade vor das erste Rechteck eingegeben habt, also 272 mm mal 184 mm. Das Ganze sollte man also nie so anlegen, dass die Ränder hier genau auf der Kante liegen, denn wenn nicht genau geschnitten bzw. genau gedruckt wird, hat man dann weiße Ränder. So, hier kann ich jetzt auch die Füllfarbe rausnehmen, die brauche ich nicht. Was ich als nächstes brauche, die Linie kann ich auch ausschalten. Was ich als nächstes brauche, sind ein paar Hilfslinien. In diesem Fall kann ich sie einmal anlegen. Einfach indem ich sie aus dem Lineal ziehe, das ist eine Möglichkeit. Dazu nehme ich erstmal mein Verschieben-Werkzeug mit V. Und jetzt kann ich hier aus dem Linienbereich Hilfslinien ziehen.
Wenn die Hilfslinien bei euch nicht angezeigt werden, dann müsst ihr sie zunächst erstmal mit dem Tastenkürzel Command, Shift und Komma könnt ihr die ein- und ausblenden. Oder Command, Semikolon, wie man es nimmt. Und wie ihr gesehen habt, schnappen die hier auch direkt an diese Dokumentenkante. Und Hilfslinien sind deswegen ganz praktisch, wenn ihr mal ein Dokument oder ein Objekt sperrt, hier mit dem Schloss, dann sind die Hilfslinien trotzdem noch da und ihr könnt sie halt schnell ein- und ausblenden. Ich nehme mir noch eine Hilfslinie, die ziehe ich hier hinten drauf. Dann aus dem oberen Lineal ziehe ich mir hier noch Hilfslinien drauf und auch hier unten hin. Und dann brauche ich noch mal millimetergenaue Hilfslinien. Ihr könnt die Hilfslinien jetzt auch direkt hier über das Menü View und dann über den Guides Manager oder Hilfslinien Manager einschalten. Und jetzt seht ihr schon die Hilfslinien, die wir gerade manuell festgelegt haben, beziehungsweise mit der Maus festgelegt haben. Und ich kann die jetzt noch ergänzen. Ich brauche jetzt also hier noch drei weitere Hilfslinien. Und zwar für den Rücken von meinem DVD-Cover. Die möchte ich mir hier mit einzeichnen. Und das mache ich einfach, indem ich hier unten auf eine neue vertikale Hilfslinie klicke. Dann wird die hier unten immer in der Mitte angelegt. Eine möchte ich auch in der Mitte behalten. Deswegen mache ich noch gleich die nächste. Die wird wieder darüber gelegt. Und hier ändere ich jetzt quasi die Abmessung. Einmal auf 141,5. Und dann lege ich noch eine an auf 155,5. Denn diese 14 mm dazwischen, ist die Rückenbreite von einem Standard-DVD-Cover. Damit sind meine Hilfslinien bereits angelegt. Ich kann das Ganze jetzt schließen und ich habe quasi mein Artboard schon fertig eingerichtet. Von dem gesamten Artboard möchte ich jetzt im nächsten Schritt eine Kopie erzeugen. Und zwar habe ich ja einmal hier die Abwicklung. Ich werde auf dieser Seite gleich noch mehr konstruieren. Und auf dem nächsten Artboard, das soll mein eigentlicher Zeichenbereich sein, auf dem ich quasi meine Grafiken platziere oder meine Bilder einfüge, das, was später auf dem Cover gedruckt werden soll. Wie macht man das jetzt? Ich gehe jetzt hier oben auf Artboard oder auf das Artboard-Werkzeug, verkleinere mal meine gesamte Ansicht und ihr könnt jetzt hier entweder in der Ebenenpalette ein Duplikat erzeugen, dann klickt ihr einfach dieses Artboard an und drückt Command J, wie ihr das schon kennt. Oder aber ihr könntet von hier aus auch ein neues Artboard zeichnen. Da jetzt hier alles schon korrekt eingerichtet ist und ich das in meinem anderen Artboard auch haben möchte, Hilfslinien sind übrigens Artboard-abhängig. Das heißt, ihr könnt in einem Artboard innerhalb eines Dokumentes andere Hilfslinien verwenden als in einem anderen Artboard innerhalb desselben Dokumentes. Ich drücke mal Command J und jetzt könnt ihr mit diesem Mauszeiger, wenn das Werkzeug aktiviert ist, und gedrückter Shift-Taste das Ganze nach rechts verschieben. Ja, und hier, das soll mein eigentlicher Arbeitsbereich werden. Oder Workspace. Und in diesem Arbeitsbereich könnt ihr dann später euer Bild anlegen und eure Grafik gestalten. Ich brauche jetzt noch ein weiteres Artboard. Und zwar brauche ich noch ein Artboard für das eigentliche Mockup oder für die Attrappe. Das lege ich jetzt schon mal an. Das soll ein A3 Artboard werden. Und das mache ich jetzt wie folgt. Ich gehe mal wieder raus oder deaktiviere mal dieses Artboard, was gerade ausgewählt war mit der Escape-Taste. Habe jetzt das Artboard-Werkzeug hier und möchte jetzt hier ansetzen, um ein DIN A3-Format zu zeichnen. DIN A3, eine Höhe von 297, also der gleichen Breite oder Länge von einer A4-Seite, 297 mm. Und eine Breite von 420 mm. Jetzt ist mir das ganze Artboard verrutscht. Das liegt an meinem Transformationsursprung, der immer noch auf der Mitte steht. Ich kann aber jetzt einfach mit diesem Werkzeug das Ganze wieder und mit Hilfe der eingeschalteten
Fanglinien, kann ich jetzt dieses Artboard wieder so positionieren, dass das mit dem anderen bündig ist. Das Ganze soll auch einen Namen bekommen. Und das nenne ich jetzt einfach mal DVD-Attrappe beziehungsweise DVD-Mockup. Ja, und jetzt können wir schon anfangen, in dem Arbeitsbereich unsere nächste Aufgabe zu erledigen. Dazu zoome ich erstmal auf den Arbeitsbereich, indem ich hier auf das Symbol doppelklicke. Und jetzt möchte ich in diesem Arbeitsbereich ein Rechteck anlegen, und zwar ein Rechteck, das so groß ist wie dieses hier mit der Beschnittzulage. Das mache ich mal, und zwar möchte ich das ja in dem Arbeitsbereich erstellen. Klicke hier oben in der Auswahl Einsetzen, nehme mein Rechteckwerkzeug und zeichne mir jetzt hier genau da, ich habe ja die magnetischen Fanglinien eingeschaltet, hier zeichne ich mir dieses Rechteck hin. Das Rechteck soll weder eine Kontur noch eine Füllfarbe haben. Und dieses Rechteck wird jetzt zu einem Symbol, das ich gleich in meinen drei verschiedenen Seiten, nämlich in der Vorderseite, in der Rückseite und in dem Rücken der DVD benötigen werde. Ja, wie mache ich daraus ein Symbol? Ich gehe einfach hier auf das Symbolpanel und klicke hier einmal auf Create. Und das Ganze nenne ich einfach mal Background, der jetzt natürlich noch leer ist. In diesem Symbol, und Symbole habe ich ja schon in vielen meiner Tutorials erklärt, ich werde also mein Bild innerhalb des Symbols platzieren und alle anderen Elemente, die ich auf meinem Cover anlegen möchte. Ich lege jetzt mal in dieses Symbol eine Zeichnung. Das kann natürlich auch eine Pixelgrafik sein, die ihr zum Beispiel über das Menü Datei platzieren hier einfügt. Ich habe aber schon mal etwas vorbereitet. Und zwar habe ich das als Asset abgespeichert. Es ist hier dieses Logo. Und ihr müsst jetzt darauf achten, dass ihr es auch an der richtigen Stelle einfügt. Ich bin jetzt hier in meinem Rechteck. Und ihr müsst hier oben dieses Ziel auswählen, nämlich in der Auswahl einsetzen. Das sollte aktiviert sein. Und nun geht ihr hier auf Assets. Ich verkleine mal meinen Bereich ein bisschen oder ich zoome mal ein bisschen raus. Und jetzt könnt ihr dieses Asset einfach nehmen und hier rüberziehen. So. Jetzt zoome ich mal wieder ein bisschen rein. In der Ebenenpalette muss das jetzt also innerhalb des Rechtecks liegen und das tut es auch. Und ihr könnt es auch schon bei den Symbolen erkennen. Hier in dem Symbol könnt ihr nämlich jetzt schon das Element erkennen. So, jetzt gehe ich mal zurück. Und wenn ich jetzt dieses Objekt nehme, dann ziehe ich mir das auf das Rechteck mit der Beschnittzulage. Weil die blauen Hilfslinien, die zeigen ja quasi auch später an, wo die Maschine zuschneidet. Also das ist der eigentliche bedruckte Bereich oder der Einleger für die DVD-Hülle. So, jetzt vergrößere ich das Ganze. Und zwar so weit, dass natürlich auch die ganze Fläche, die bedruckt werden soll, ein Element enthält. So. Und wenn ich möchte, kann ich das jetzt auch noch ein Stück verschieben. Nach rechts, links, wie auch immer. Aber mir gefällt das eigentlich so schon ganz gut. Ich kontrolliere das Ganze nochmal, indem ich ein bisschen weiter reinzoome. Ob ich jetzt auch überall hier eine Deckung habe. Ja. Also die blauen Linien sind hier alle im passenden Bereich. Das gefällt mir schon. So, im nächsten Schritt, ich zoome mal raus, im nächsten Schritt lege ich mir hier drei Rechtecke an. Für die Rückseite, das ist ja die Abwicklung, für den eigentlichen Rücken der DVD und für die Frontseite. Dazu wechsle ich jetzt hier in das andere Artboard, nämlich in die Abwicklung mit Doppelklick. Zoome da rein, wähle mit dem Buchstaben M mein Rechteckwerkzeug aus und zeichne mir jetzt auf die Originalgröße hier meine Rechtecke. Mein erstes Rechteck für den Rücken, das kann ich auch gleich benennen. Rückseite oder Backpanel. Dann möchte ich als nächstes
hier den Rücken haben. Rücken oder in Englisch Spine. Und zu guter Letzt hier die Vorderseite. Oder das Frontpanel. So, und jetzt ist folgendes Ziel erwünscht. Ich möchte aus diesen drei Elementen, die später in meiner Projektion, also in der Attrappe benutzt werden, auch Symbole machen, muss aber unbedingt vorher dieses Symbol dort reinbringen. Das ist noch ein bisschen fehlerbehaftet in Affinity. Wenn man jetzt das Symbol nimmt, hier aus der Symbolpalette und hier einfach reinzieht, dann bekommt er ganz viele Kopien davon. Das möchte ich vermeiden. Ich versuche das jetzt erstmal, indem ich dieses Symbol hier oben einfach dupliziere. Dass ich jetzt nicht sehen kann, liegt daran, dass ich jetzt ja auf einem anderen Artboard bin, was hier auf der Seite liegt. Ich dupliziere mal dieses Symbol mit Command J. Und nehme jetzt dieses Symbol und ziehe mir das hier als Kindobjekt in die Vorderseite. So, jetzt kann ich hier aber wiederum nicht sehen. Das liegt natürlich daran, dass sich die Position gar nicht verändert hat. Dazu muss ich jetzt mal ein bisschen rauszoomen. Nimm mein Verschieben-Werkzeug mit der Taste V und ziehe mir jetzt dieses Symbol rüber auf mein anderes Artboard, nämlich hier hin. So, und da soll es natürlich auch an der passenden Position sitzen. Das ist ungefähr diese Position. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, ich zoome da mal weiter rein, Doppelklick, dann sieht das schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich mal in das Symbol schauen, ob Affinity jetzt hier auch den Fehler gemacht hat. Nein, hat es nicht. Okay. Also die Art und Weise funktioniert scheinbar. Ich nehme jetzt hier das Symbol. Erstelle davon wieder ein Duplikat und schiebe mir dieses Duplikat jetzt als Kindobjekt in meinen Rücken. Und dann erhalte ich hier sofort natürlich bündig auch meinen Rücken. Und die gleiche Aktion wiederhole ich nochmal mit Command J, ein Duplikat erzeugen und dieses Duplikat jetzt in die Rückseite ziehen. Ja, und damit habe ich eigentlich meine Elemente fast fertig. Ich muss sie jetzt noch selbst wieder in verschachtelte Symbole umwandeln. Das ist ja jetzt ein Symbol, das schon ein Symbol enthält. Da gehe ich vor, genauso wie wir das vorhin gemacht haben. Ich wähle mein entsprechendes Objekt aus, in diesem Fall die Vorderseite, und gehe dann auf Symbole und hier auf Create. Da ist meine Vorderseite, die möchte ich jetzt noch umbenennen in Front, weil diese langen Begriffe sind manchmal ein bisschen schwierig in dieser Palette oder in diesem Panel. Ich gehe mal auf Rename und nenne das Ganze Front. Ich gehe wieder zurück aufs Layer Panel, nehme jetzt den Rücken, gehe auf Symbols, gehe auf Create und nenne das Ganze hier Spine. Und zu guter Letzt klicke ich die Rückseite an, Symbols, Create und nenne das Ganze Back. Ja, und damit ist der wesentliche Teil eigentlich getan. Ihr könnt jetzt schon im Layer-Panel ganz leicht erkennen, wenn ihr hier innerhalb des Rechtecks, ich zoome da erstmal rein, in meinen Arbeitsbereich. Wenn ihr jetzt hier innerhalb des Rechtecks etwas zeichnet, ich mache mal das Insert-Target wieder an. Ich lege mir hier mal beispielsweise ein Rechteck rein, meinetwegen mit einer weißen Füllfarbe. Das war natürlich mal wieder die Kontur, mein Klassiker. Mit einer weißen Füllfarbe, dann könnt ihr mit Command 0 euch alle Artboards ansehen und ihr seht, dass das hier sofort auf diese Symbole projiziert wurde.
Und das ist die Idee. Ich konstruiere also hier in meinem Arbeitsbereich. Hier wird das Ganze aufgeteilt in drei weitere Symbole. Und hier oben werden wir jetzt im nächsten Schritt unser 3D-Modell oder unsere Attrappe bauen. Achtet bitte vorher noch darauf, dass ihr, so wie ich es in dem Video vorhin gekennzeichnet habe, die Symbole hier bzw. das verschachtelte Symbol hier noch 3 mm weiter nach rechts schiebt. Das müsst ihr in allen drei Symbolen machen. Ich zeige das nochmal kurz. Und zwar habe ich ja hier in der Abwicklung meine drei Symbole und ich habe jeweils in den Symbolen die eingeschachtelten Symbole, also dieses hier, habe ich insgesamt nochmal 3 mm weiter nach rechts verschoben, damit hier die Linien auch genau passen und das bündig ist mit der Beschnittzulage. So, und jetzt geht's los mit der Attrappe oder mit dem Bau der Attrappe. Dazu zoome ich mal hier erstmal auf die Attrappe und als erstes möchte ich hier zwei Hilfslinien erzeugen. Und zwar ziehe ich mir einmal mit dem Verschieben-Werkzeug mit V auswählen die Hilfslinie hier auf die Mitte und von oben ziehe ich mir auch noch mal eine hier in die Mitte. So, jetzt brauchen wir zunächst einmal auf der linken Seite möchte ich ein DVD-Cover erstellen mit der Vorderseite und dem Rücken in der Ansicht und auf der rechten Seite mit der Rückseite und ebenfalls mit dem Rücken in der Ansicht. Das Ganze soll dann später auch noch nach unten gespiegelt werden, aber das wird noch einen Moment dauern. So, ich fange mal an und zwar arbeite ich jetzt wieder mit der Ebenenpalette. Ich kann den Arbeitsbereich ganz schließen. Und gehe jetzt mal in die Abwicklung rein und sage, ich brauche eine Vorderseite. Und diese Vorderseite dupliziere ich mir jetzt. Und ziehe das Duplikat in die Attrappe oben rein. Das kann ich jetzt natürlich wieder nicht sehen, weil sie ja noch hier unten in dem Artboard Abwicklung liegt. Und das muss ich jetzt erstmal ändern, indem ich diese Attrappe nach oben verschiebe. In das Artboard hinein. Das Ausrichten mache ich gleich. Den gleichen Schritt mache ich jetzt nochmal für den Rücken, Command J, und das schiebe ich mir hier unter die Vorderseite und auch hier muss ich das Objekt nehmen und oben in das Artboard für die Attrappe schieben. Ich mache das Ganze für die Rückseite auch gleich. Ich nehme noch die Rückseite, mit Command J ein Duplikat erstellen und schiebe mir jetzt das auch noch hier oben hin. Und die Rückseite selbst ziehe ich mir natürlich auch in das Artboard. Und diese hier, die kann ich mir einfach hier nochmal kopieren. Command J. Ich schiebe die hier noch drunter. Und dann kann ich das schon an die entsprechende Position ziehen. Jetzt schauen wir erstmal wieder hier auf dieses Artboard. Ich klicke da doppelt drauf. Ich nehme mir jetzt die Vorderseite und ziehe die erstmal mittig an diese Position und den Rücken, einen der beiden Rücken, ziehe ich hier direkt dran. Dann nehme ich die Rückseite, ziehe mir den an diese Position und nehme jetzt noch hier den Rücken. Jetzt soll das Ganze ja etwas perspektivisch dargestellt werden und man kann Symbole entsprechend bearbeiten. Zwar nur bedingt, aber wenn ich die jetzt zum Beispiel verschränke, dann bleibt das Objekt erhalten und es wird einfach nur die Perspektive verändert. Ich mache jetzt Folgendes und zwar diese Vorderseite möchte ich hier mit diesem Mauszeiger um 15 Grad so verschränken. Mit der Rückseite möchte ich das auch machen. Ich brauche diesen Mauszeiger und nehme hier wieder 15 Grad. Dank der magnetischen Hilfslinien müsste das jetzt auch genau 15 Grad gewesen sein. Sind es auch. Mit dem Rücken mache ich das Ganze jetzt um 30 Grad. Das ist manchmal nicht so ganz einfach mit der Maus. Ich habe so die Feststellung gemacht, wenn ich weiter weggehe, ist es etwas leichter, die exakten 30 Grad hinzubekommen. Wenn das überhaupt nicht klappen will, dann gebe ich euch mal den Tipp, die magnetischen Fanglinien auszuschalten und
vor allen Dingen weiter rein zu zoomen, weil dann ja die Auflösung der Maus besser ist. Und zwar gehe ich jetzt nochmal hier ran und merke jetzt, okay, ich kann die Maus jetzt exakter bewegen. Auf der anderen Seite mache ich das mit dem Rücken genauso, natürlich in die andere Richtung. Ich nehme mir diesen Mauszeiger und stelle jetzt hier auch meine 30 Grad ein. Dauert einen kleinen Augenblick. Der will noch nicht. Ich zoome noch mal ein Stück weiter rein und versuche das jetzt noch mal. Na. Jetzt habe ich ihn. Mit einem Doppelklick gehe ich wieder hier drauf und jetzt habe ich schon mal die beiden Perspektiven, so wie ich das gerne haben wollte. Ich nehme jetzt hier beide Objekte, das und das, und gruppiere die mit Command G. Und auf der anderen Seite mache ich das genauso. Dass ihr hier jetzt nicht den Übergang vom Farbverlauf habt, das liegt daran, dass ich hier mit einer Vektorgrafik arbeite. Das sage ich schon mal vorher. Ich werde nachher noch mal hingehen und von meiner Grafik hier, weil Affinity berechnet das jetzt natürlich neu, werde ich noch mal ein gerastertes Bild erstellen. Solange das nicht gerastert ist, könnt ihr alles Mögliche noch bearbeiten. Ich behalte auch immer die Vektoransicht und gehe erst ganz zum Schluss hin und sage, mach mir jetzt mal aus diesem Vektorbild eine Rastergrafik. Ich zeige das später noch. Jetzt machen wir hier erstmal weiter. Ich möchte jetzt diese Gruppe hier um 3 mm nach links verschieben. Also ziehe ich jetzt mal, oder um 7 mm, ziehe ich jetzt mal 7 mm ab. Und diese Gruppe hier möchte ich um 7 mm nach rechts verschieben. Also 7 drauf addieren. Jetzt arbeite ich schon mal an der Spiegelung. Dazu mache ich Folgendes. Ich brauche jetzt nochmal diese Objekte hier. Ich nehme wieder aus meiner Abwicklung eine Vorderseite, erstelle ein Duplikat und nehme jetzt dieses Duplikat und schiebe das wieder hier oben in meine Attrappe, in das Artboard-Attrappe und schiebe das ungefähr an diese Position. Wenn ich mich richtig erinnere, sind das hier vorhin für das gesamte Objekt 60 gewesen. Das werde ich gleich nochmal ändern, wenn ich den Rücken hier auch dupliziert habe und in das Artboard verschoben habe. Und dieses Mal müssen wir etwas anders verfahren. Ich mache mal die magnetischen Fanglinien wieder an und zoome mal etwas weiter in mein Artboard rein. So, jetzt habe ich diese beiden Objekte nebeneinander liegen und das Erste, was ich machen muss, ich muss bei diesen beiden Objekten erstmal eine Spiegelung vornehmen und zwar vertikal. Das mache ich hier oben über die Schaltfläche und jetzt geht der ganze Trick genauso, wie wir das vorhin gemacht haben. Ich muss jetzt wieder meine Verschränkungen hier einstellen. Und zwar bin ich ja noch in einer relativ hohen Zoomstufe. Ich nehme jetzt nur dieses Objekt hier, gehe dann hier neben den Anfasser und versuche jetzt hier meine 30 Grad wieder einzustellen. Da sieht man schon, der versucht jetzt hier an einem Objekt sich zu orientieren. Das kann ich verhindern, indem ich wieder das magnetische Werkzeug ausstelle. Jetzt nochmal hier rein und jetzt müsste ich die 30 besser hinbekommen. Na, da waren sie schon. So. Und für das zweite Objekt, dieses hier, waren das 15. So, damit hätten wir
den Teil auch schon erledigt. Jetzt, ich zoome mal wieder ein bisschen weiter raus, gruppiere ich die beiden Objekte wieder. Command G, also beide markieren, dann gruppieren. Und dann erinnere ich mich, dass ich hier eine X-Koordinate von 60 mm vom linken Seitenrand hatte. Jetzt stehen die bündig untereinander. Das gleiche Spiel mache ich jetzt nochmal für die rechte Seite. Ich beschleunige das gleich einfach im Video. Ich werde jetzt nicht mehr großartig was zu sagen, weil es ja die gleiche Technik ist. So, jetzt mit gedrückter Shift-Taste beide markieren. Command G für gruppieren. Und dieser Teil wäre auch erledigt. Bei dem hier erinnere ich mich noch daran, dass ich hier genau 217 als X-Koordinate hatte. Und jetzt müssten die hier auch bündig sein. Ja, ob diese beiden jetzt auf der gleichen Höhe sind, das könnt ihr nochmal ausprobieren. Ihr seht ja schon, dass die nicht auf der gleichen Höhe sind. Ich zoome noch mal ein Stück rein. So, hier kann man das schön sehen. Und wenn ihr die jetzt ausrichten möchtet, dann könnt ihr einfach hier auf Align Top Edges oder oben ausrichten und dann sind die beiden auch auf der gleichen Höhe. So, damit ist ein wesentlicher Teil schon mal erledigt. Da drin steckt eigentlich schon die ganze Technik. Der Rest ist eigentlich nur noch Feinarbeit. Ich muss jetzt noch das Cover konstruieren und zwar das Cover hier für die DVD. Das ist ja jetzt quasi nur der Einleger, der in die DVD-Hülle gesteckt wird. Und jetzt möchte ich noch das Cover konstruieren, was ich vorher aber machen werde. Dann seht ihr auch gleich, dass solche Übergänge hier verschwinden, weil, wie vorhin schon angemerkt, Affinity für jedes Objekt innerhalb eines Symbols quasi wieder die Farbverläufe neu berechnet. Und das kann ich jetzt ganz einfach loswerden, indem ich in meinen Arbeitsbereich gehe. Und jetzt habe ich ja hier meine Vektorgrafik. Die Vektorgrafik dupliziere ich mit Command J. Da ändert sich noch nichts. Aber ich schalte jetzt mal die untere aus. Die möchte ich behalten, wenn ich später nochmal was ändern möchte an der eigentlichen Grafik. Und diese hier werde ich jetzt mit dem rechten Mausklick rasterisieren oder in ein Pixelbild umwandeln. Und achtet mal hier auf die Verläufe, was damit gleich passiert. Auch hier geht das ja wieder von so einem leichten Blau in einen, ja, mehr Grün- oder Türkiston über. Ich gehe mal auf Rasterize oder Raster. Ich glaube, in der deutschen heißt das rasterisieren. Na, wahrscheinlich nicht. Ihr wisst, was ich meine. Ich klicke da drauf und jetzt könnt ihr schon sehen, dass hier der Farbverlauf passend rüberläuft. Und hier genauso. Okay. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt hier in der Attrappe erstmal die Gruppen umbenennen. Als nächstes muss ich jetzt das DVD-Cover zeichnen. Dazu gehe ich wie folgt vor. Ich gehe erstmal wieder hier in die Vollansicht dieses Artboards. Ich habe noch im Kopf, dass ich eine Rückenbreite habe von 14 mm und eine Höhe von 184 mm. Dazu zeichne ich jetzt erstmal ein Rechteck. So ganz grob. Und trage hier unten im Transformationspanel meine Werte ein, 14 mm Breite und 184 mm Höhe. Das Ganze möchte ich versehen mit einem Grauton. Ich nehme mal 20%.
Dann erzeuge ich mir davon ein Duplikat mit Command J. Dieses Duplikat ziehe ich mit gedrückter erstmal umstellen auf das Verschieben-Werkzeug mit V und dann ziehe ich das mit gedrückter Alt- und Shift-Taste nach rechts, lasse die Alt-Taste los und kopiere das hier hin. Und jetzt sehe ich gerade, dass meine magnetischen Fanglinien aus sind. Schalte ich mal wieder ein und schiebe das jetzt hier dran. Und dieses hier müsste jetzt von der Breite 129 sein. 129. Dann nehme ich beide Elemente und verschiebe die jetzt erstmal auf diese Position. Oh, da habe ich noch ein Duplikat, aber das macht nichts, das brauche ich sowieso gleich. Nämlich hierfür. Das lassen wir erstmal hier liegen. Und jetzt mache ich noch Folgendes. Ich nehme jetzt dieses Teil. Und dieses Teil schiebt das erst nochmal auf die Mitte. Und jetzt möchte ich hier bei dem hier nach oben und unten 1 mm hinzufügen. Dazu gehe ich hier auf den Transformationsursprung. Ich kann jetzt hier diese Seite entweder hier in der Mitte auswählen oder den hier. Und sage dann, die Höhe soll um 2 mm höher werden. Dann dehnt er sich quasi 1 mm nach oben und 1 mm nach unten aus. Hier mache ich das jetzt so, hier muss ich auf dieser Seite stehen. Ich möchte nämlich jetzt 1 mm weiter nach rechts gehen. Und auch hier 2 mm jeweils einen nach oben und einen nach unten dazu. So, jetzt muss ich das Ganze wieder neigen bzw. hier verschränken. Und das mache ich wieder, wie wir das schon kennen, einmal hier rüber. Das wird wieder nicht funktionieren, weil ich hier meine Snapping Guides anhab. Und da versuche ich jetzt mal ohne 15. Das war doch nicht schlecht. Und hier 30. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ganz kleines bisschen runter. Muss ich wohl ein bisschen weiter reinzoomen. Und jetzt nochmal 30,5. Dafür braucht man ein bisschen Geduld. Leider kann man das nicht über das Transformieren-Panel bisher einstellen. Ich hoffe, dass Affinity oder Serif das, na, da war er, eines Tages ändert. So, da ist er. Haben wir das auch erledigt? Ich gehe mal wieder in die Vollansicht mit einem Doppelklick hier. So, dieses ganze Teil hier, das soll jetzt in den Hintergrund geschoben werden. Das mache ich mal. Und zwar erstmal gruppiere ich das und schiebe das dann unter mein Frontview oder unter meine Vorderansicht dahin. Und jetzt kann man schon sehen, habe ich hier so eine leichte Kante oben drüber und unten drunter. Dann zoome ich mal hier oben weiter rein. Ich nehme jetzt mal die Lupe mit Z und klicke hier oben hin. So. Na. Lupe wieder aus. So, jetzt möchte ich hier oben quasi einen Deckel drauf zeichnen. Und das kann man wie folgt machen. Ihr könnt entweder ein Rechteck zeichnen oder ihr könnt das wirklich mit dem Zeichenstiftwerkzeug nachzeichnen und dann hier über die magnetischen Fanglinien versuchen, genau diese Punkte zu erwischen. Finde ich persönlich nicht so schön. Deswegen nehme ich lieber hier wieder ein Rechteck. Und dieses Rechteck, das möchte ich hier auf dieser Ecke ansetzen. Das wird jetzt nicht genau passen, aber ich zeichne mal einfach eins und dann gucke ich mal in der Drahtgitteransicht mit Command Y kann man die einstellen. Mit gedrückter Leertaste kann man immer sehen, ob man den Punkt getroffen hat. Jetzt zoome ich hier mal ein bisschen weiter rein. Wie ihr seht, bin ich da noch nicht ganz drauf. Stell das Zoom-Werkzeug wieder aus. Der springt immer zum vorherigen Werkzeug zurück. Nehme jetzt mein Verschieben-Werkzeug und jetzt gucke ich mal, ob ich den hier so einigermaßen drauf bekomme. Nochmal die Leertaste, der könnte noch ein ganz kleines Stückchen nach unten.
Nochmal die Leertaste, das sieht schon nicht schlecht aus. So, und jetzt mit Command Y wieder zurück und etwas verkleinern. Und jetzt versuche ich hier auch wieder mit dem verschränkten Werkzeug, ich versuche es erstmal hier oben drüber, mit dem Neigen, eigentlich ist das ja auch ein Neigen, so in diese Richtung zu bekommen. Dann kann ich es, wenn ich mit diesem Mauszeiger arbeite, gleich etwas kleiner machen. Und da helfen mir jetzt wieder die magnetischen Fanglinien. Und jetzt kann ich es hier auf dieser Seite so schieben, dass ich hier quasi entsprechend diesen Deckel habe. So ähnlich habe ich das ja auch schon mal in meinem Packaging-Tutorial gemacht. So, jetzt fahre ich hier mal rüber, noch ein bisschen weiter. Und jetzt ziehe ich mir das hier hoch. Und dann ist der Teil für mich auch schon erledigt. Ja, das Ganze kann ich jetzt wieder hier mit in die Gruppe packen. Das wird jetzt quasi mein eigentliches Cover. Ich nenne das mal Hülle links oder Cover links. Und dann ist das soweit auch schon fertig. Als nächstes möchte ich hier so eine kleine, ja, Wulst haben. Und das habe ich wie folgt gemacht. Ich habe quasi von diesen beiden Objekten eine Kopie erstellt mit Command J. Dann habe ich diese Kopie zusammengefügt mit den Operationen hier oben. So, schaue ich mal, ob er das unten auch einigermaßen gemacht hat. Das hat er. Dann möchte ich dieses ganze Objekt ohne Füllung haben. Dafür aber mit einer Kontur, auch in dem Grau. Diese Kontur soll jetzt nach innen zeigen. Und ich mache jetzt mal das andere Rechteck aus. Dann kann man schon sehen, dass die Kontur hier noch gestrichelt ist. Die stelle ich mal auf durchgehend. Dann soll die Kontur insgesamt etwas breiter werden. Die wächst jetzt quasi nach innen. So. Und dann, damit ich diese Art Wulst bekomme, lege ich jetzt noch einen Ebeneneffekt drauf, nämlich einen 3D-Effekt. So, und das mache ich jetzt hier rüber. 3D-Effekt. Den schalte ich mal ein. Und jetzt kann ich im Hintergrund schon sehen, was passiert ist. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Gucken, wie es hier unten aussieht. Das gefällt mir auch. Ja, das passt schon. Ich werde jetzt auch nicht ganz so viel Zeit hier investieren. Ich habe hier oben jetzt noch so eine Vertiefung reingebaut und auch so eine angedeutete Naht, weil man ja das DVD-Cover öffnen kann. Auch das zeige ich noch mal kurz. Ich gehe jetzt hier erstmal aus den Ebeneneffekten wieder raus. Und jetzt mache ich noch Folgendes. Ich habe ja dieses Rechteck hier schon gezeichnet. Und das möchte ich jetzt duplizieren. Dann mache ich insgesamt das Grau etwas heller. Sagen wir mal so 10%. Ich bin jetzt wieder auf der Linie, sehe ich gerade. Kann ich rückgängig machen. Wechsel mit X auf die Füllfarbe und gehe jetzt hier auf 10%. Und dann möchte ich insgesamt dieses Objekt etwas kleiner machen. Ich drücke mal die Command-Taste und wenn ihr die Command-Taste drückt, wird das jetzt ein bisschen schmaler. So, das mache ich von hier aus auch nochmal. Und damit man da jetzt so eine Art Wulst reinbekommt, kann man auch hier wieder einen Ebeneneffekt anwenden. Und zwar nehme ich da jetzt mal dieses Gravur. Und ja, ich bleibe mal hier oben bei diesem Kissentyp. Stelle mal ein bisschen größer ein und jetzt muss ich natürlich die Richtung hier ändern und gehe jetzt mal hier so ein bisschen in die Tiefe. Ich drücke mal die Leertaste, damit man schon mal sehen kann, ob das einigermaßen aussieht. Ja, so wirklich gefallen tut es mir noch nicht. Mach den Radius nochmal hier so ein bisschen größer. Und dieses Schwarze ist mir zu extrem, deswegen reduziere ich jetzt hier nochmal die Deckkraft, gehe dann ein ganzes End, einen ganzen End runter,
Drück mal wieder die Leertaste. Ah, das geht hier nicht. Moment. Ich muss erst aus der Palette raus. Jetzt die Leertaste drücken. Das gefällt mir schon besser. So, und jetzt zu guter Letzt lege ich hier oben noch eine Linie rein. Das mache ich wie folgt. Ich nehme mein Zeichenstiftwerkzeug. Ich gehe mal hier auf diese Linie und gehe jetzt hier oben auch drauf. Ungefähr auf die Mitte. Das kann ich gleich noch ein bisschen ausgleichen. Mal jetzt das Knotenwerkzeug mit A, mit der Taste A. So, diese Linie soll jetzt ein etwas dunkleres Grau bekommen. Sagen wir mal 30. Ich kann den Effekt schon mal wegschalten. Dann möchte ich hier die Linienstärke etwas reduzieren. Sagen wir mal auf 0,6. Dann soll die Linie selbst jetzt in diese Form rein. Dazu ziehe ich sie einfach in der Ebenenpalette, nicht in das Helle, sondern erstmal in das Dunkle. Das ist für den Rand. Da rein. Na. So, da rein. Dann wird das auch wirklich sauber beschnitten und ihr könnt jetzt schon sehen, dass das jetzt nur da liegt. Denn irgendwie ist das ein Schwarz und kein Grau. Ich muss mal gucken. Hier, die Linienfarbe stimmt natürlich nicht. Ich hatte vorhin wieder die Füllung eingeschaltet, wie immer. So, die Füllung können wir wegmachen, ist ja nur eine Linie. Nochmal gucken. So gefällt mir das schon besser. Und das Ganze möchte ich jetzt hier auch nochmal in die Mitte legen. Wer das ganz perfektionistisch machen möchte, arbeitet dann natürlich auch noch hier mit den Kurven. Das lasse ich heute mal aus, weil sonst nimmt das Tutorial kein Ende. Und jetzt nehme ich mir die Linie, erstelle davon wieder ein Duplikat und schiebe das jetzt als Kindobjekt in diese Ausbuchtung. Das kann ich jetzt hier sehen. Und das ist mir jetzt ein bisschen zu extrem. Darauf lege ich mir jetzt noch Transparenzwerkzeug. Das mache ich mit Y. Und jetzt kann ich hier, ich mache das mal so, ich wähle hier oben schon den Typ aus. Ich nehme einen radialen Verlauf. Und den möchte ich jetzt in diese Richtung haben. Und wenn ich jetzt mal hier drauf gucke, dann könnt ihr sehen, das wird hier so leicht angedeutet. Und wenn ich den noch ein bisschen stärker haben möchte, dass der also weiter zu den Enden hinausläuft, dann schiebe ich diesen Anfasser einfach ein bisschen weiter rauf. Ich muss jetzt noch mal ein bisschen meine Ansicht verkleinern. So, jetzt nehme ich mal den hier und ziehe den noch höher. Guck noch mal. Muss jetzt mal ein bisschen hier tricksen mit der Ansicht. Das ist mir zu stark sichtbar. Ich gehe jetzt also hier noch wieder ein bisschen runter. Noch zu viel. Ja. So gefällt mir das schon. So, jetzt wieder in die Attrappe ganz reinzoomen. Ja, und damit habe ich hier quasi mein Cover auch schon fertig. Ich überlege gerade, ich brauche das hier gar nicht. Ich nehme mal mein Verschiebenwerkzeug, wähle jetzt hier dies hier aus, entferne das und jetzt werde ich hiervon einfach ein Duplikat erstellen und das spiegeln. Das Ganze habe ich ja schon in einer Ebene. Das dupliziere ich jetzt mit Command J. Dann spiegele ich das. Und wie man sehen kann, sieht das gar nicht so schlecht aus. Ich muss das jetzt natürlich unter die Ansicht von hinten schieben. Dahin. Und jetzt muss ich es noch ausrichten. Einmal oben. Und jetzt muss man nochmal gerade gucken, ob das hier mit rechts und links passt. Nehmen wir mal diese beiden. Die sollen ja linksbündig sein. Gucken, ob wir das so hinkriegen. Das sieht gut aus. So, man könnte jetzt natürlich hier noch an den Ecken weiterarbeiten. Das ist noch nicht ganz sauber. Das lasse ich mal weg.
diese kleine Ecke hier. Auch hier, da kann man noch mit dem Eckenwerkzeug, mit dem Corner Tool, das hier ein bisschen abrunden. Dann sieht es ein bisschen hübscher aus. Ich habe das in meinem fertigen Objekt, was ihr übrigens am Ende des Tutorials herunterladen könnt, beziehungsweise könnt ihr es auch schon vorher herunterladen. Der Link findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt brauche ich das nochmal für die Spiegelung. Ich nehme jetzt also diese Hülle nochmal, lege wieder ein Duplikat an und die soll ja jetzt unter diese hier. Dann muss ich die noch nach unten verschieben. Die ist ja gerade markiert und ich schiebe die jetzt mit gedrückter Shift-Taste hier einfach runter. Sehr schön ist hier, ihr seht, dass ich mit Transparenzen gearbeitet habe in meiner Grafik und deswegen könnt ihr die Hülle jetzt sehen. So, das passt noch nicht ganz, da muss ich noch ein Stück weiter. Das mache ich jetzt mit den Tastaturen, mit der Cursor-Taste. Einen noch, okay. Und auf der anderen Seite mache ich das genauso. Da hole ich mir noch mal die Hülle, das Cover hier links, Command J. Und werde jetzt dieses hier unter die Spiegelung der Vorderseite ziehen. Und das Ganze auch wieder mit gedrückter Shift-Taste nach unten bewegen. So, und jetzt sitzt das mit der anderen schon auf einer Höhe. Mit einem Doppelklick hier oben drauf. Ich möchte immer Command 0 drücken, aber dann habe ich ja mal alle Artboards angezeigt. Deswegen immer hier mit einem Doppelklick drauf. Oder man müsste sich quasi hier eine eigene Ansicht erstellen. So, jetzt fehlen noch der Hintergrund und der Verlauf für diese Objekte hier. Das geht auch relativ einfach. Ich mache jetzt hier wieder Gruppen. Und zwar fange ich mal hier mit der linken Seite an. Ich markiere diese beiden Ebenen. Das ist also jetzt einmal das Cover selber, beziehungsweise der Einleger und hier die Hülle und gruppiere die. Das Ganze nenne ich Spiegelung links. Und die beiden gruppiere ich auch. So. Und jetzt arbeite ich mit diesen Gruppen und mit diesen Gruppen wende ich jetzt das Transparenz-Tool an, das Transparenz-Werkzeug. Und ich drücke einfach Y und jetzt ziehe ich mir hier eine Transparenz rauf. Und zwar fange ich von hier oben an und ziehe dann jetzt langsam runter bis ungefähr unten zur Dokumentenkante. Auch da kann man natürlich spielen, will ich jetzt nicht viel Zeit mit verbringen. Ich nehme das nächste Objekt. Gehe hier oben drauf und ziehe einmal mit der Maus runter und so haben wir quasi schon eine Art Spiegelung. Im nächsten Schritt lege ich jetzt noch einen Hintergrund an. Den Hintergrund, der gehört ja hier in diese Attrappe rein, den möchte ich unter diesem Objekt hier anordnen. Ups, der ist mir gerade nicht ganz so gerade gelungen. So, mit gedrückter Shift-Taste wird das auch so perfekt angeordnet. Jetzt möchte ich hier drunter etwas anordnen. Dazu nehme ich Insert Behind the Selection oder hinter der Auswahl anordnen. Nehme mir mein Rechteckwerkzeug mit der Taste M und ziehe jetzt erstmal hier einfach auf dem Artboard ein Rechteck auf. Ich muss jetzt nicht unbedingt das Snapping Tool verwenden, aber kann ich ruhig. Ich ziehe das mal auf. So. Und jetzt möchte ich einen Verlauf haben von einem Weiß hier unten zu einem ganz hellen Grau hier oben. Ich nehme das Verlaufswerkzeug oder das Füllungswerkzeug mit G, ziehe mir jetzt einen Verlauf von hier unten nach da oben. Und hier unten ist schon weiß eingestellt und hier oben stelle ich jetzt ein ganz helles Grau ein. Ich glaube nur 5%, ja, sagen wir mal 10%. So, in der Richtung. Wir nähern uns also schon dem Endergebnis. Schauen wir jetzt nochmal alles an. In den anderen Bereichen dürfte sich nichts verändert haben.
Ich klappe das hier mal zu. Im Arbeitsbereich selber möchte ich jetzt vielleicht dieses Rechteck noch ein kleines bisschen hier rüber schieben. Das möchte ich von der Größe noch ein bisschen anpassen. So ungefähr ein Drittel, zwei Drittel goldener Schnitt. So sitzt das ja immer relativ gut. Dann ziehe ich das Ganze hier nochmal rüber. Ich zoome jetzt nochmal ein bisschen rein und werde im Anschluss daran gleich noch ein paar Dinge unkommentiert in das Cover reinbringen. Und wenn ich dann noch einen Schein auf das Cover bringe, um ein bisschen mehr Tiefe zu erzeugen oder Glanz, dann melde ich mich wieder bei euch. So, und jetzt möchte ich hier noch so einen leichten Schein drauf bringen, sowohl auf diese Seite als auch auf diese Seite. Und damit ich das nicht hier in der Vorschau machen muss, mache ich das einfach hier in diesem Element. Dazu räume ich jetzt noch ein bisschen auf. Und zwar möchte ich alle Elemente zusammenfassen, die sich vom Hintergrund quasi abheben bzw. auf den Hintergrund gelegt wurden. Die gruppiere ich mal. Und nenne die einfach Inhalt oder Content. Und das hier ist ja mein eigentlicher Hintergrund. Für den Druck mache ich das nachher so, dass dieses Artboard an die Druckerei geht. Und da möchte ich natürlich mit den Vektoren arbeiten und nicht mit der Rastergrafik. Die wird ja beim Erstellen des PDFs, je nachdem wie man es einstellt, eben auch gerastert. Aber damit kann ich hinterher das Objekt auch als PDF immer noch wieder als Vektorfile öffnen. Okay, so, deswegen fasse ich die jetzt mal zusammen mit Command G und nenne das Ganze Hintergrund oder Background.
Und dann habe ich hier schon ein bisschen Ordnung reingebracht. Und jetzt mache ich hier oben drüber noch einen Schein. Der soll quasi hier rein, also in der Auswahl einfügen oder in die Auswahl einsetzen. Dann nehme ich mein Rechteckwerkzeug mit dem Buchstaben M, zeichne mir jetzt hier drin erstmal ein Rechteck. Und dieses Rechteck soll jetzt eine weiße Füllung bekommen. Also erstmal schalte ich die Kontur aus, dann eine weiße Füllung und dann soll die einen Transparenzverlauf bekommen mit dem Buchstaben Y von hier nach hier. So. Und das ganze Rechteck selbst soll jetzt genau hier an dieser Kante liegen. Jetzt sind die Hilfslinien wieder praktisch. Ich zoome nochmal in das Artboard rein. Nehme mir nochmal das Rechteck hier. Ziehe mir das jetzt hier runter. Und einmal hier ganz rüber. Und jetzt kann ich mit dem Transparenzwerkzeug, mit Y nochmal, kann ich jetzt hier quasi so einen ganz leichten Schein drauflegen. Das ist mir noch viel zu hart, das werden wir gleich in der Vorschau sehen. Und das kann ich aber dann durch die Deckkraft hier noch verändern. Das Ganze sollte ich jetzt vielleicht auch mit in die Beschnittzulage reinnehmen. Also so, weil man ja nie genau weiß, wo jetzt geschnitten wird. Das kann sich auch immer mal um einen halben Millimeter verschieben. Hier der Auslauf ist nicht ganz so wichtig, den könnte ich mir noch mit rüberziehen, aber nicht ganz so dramatisch. Jetzt nehme ich das ganze Teil mit Command J und dupliziere das. Dann drehe ich das um 180 Grad, kann ich hier mitmachen. Verschiebe das Ganze mit gedrückter Shift-Taste hierher. Und hier soll das Ganze natürlich jetzt nur über den Rücken gehen. Und wenn ich mir jetzt mal die beiden Sachen hier ansehe, ich werde die schon mal gruppieren, nenne das Glanz oder Gloss. Und wenn ich jetzt mal in die Vollansicht gehe, dann sehe ich ja hier oben schon diesen Schein. Da sehe ich nämlich, dass sich das jetzt mitgedreht hat. Wenn ich das so habe, dass ich das hier quasi mittritt durch mein Verzerrenwerkzeug, dann habe ich natürlich ein Problem. Also müsste ich es jetzt entweder hier drauf ausrichten, das ist nicht so praktisch. Hier habe ich das Problem auch. Deswegen ist es besser, wenn ich jetzt dieses Werkzeug oder diesen Glanz nehme und den doch direkt hier oben über meine gezeichneten Objekte lege. Das mache ich mal. Ich gehe jetzt mal hierher. So, dann muss ich die natürlich auch in das Artboard reinschieben. Von der Höhe her müsste das ja schon einigermaßen passen. So, jetzt zoome ich mal ein bisschen weiter rein. Jetzt sehen wir, dass die Beschnittzulage hier doch noch ein Problem bereitet. Deswegen mache ich das Ganze mal einfach hier so ein bisschen bis auf die Kante und bis auf diese Kante. Es müssten eigentlich genau 184 sein. Kann ich auch hier direkt eingeben. So. Und ich gehe jetzt mal in die Elemente direkt rein. Hier kann ich jetzt das Element wieder auf diese Breite einkürzen und ich kann auch hier den Effekt so wieder ziehen. Und das bedeutet, da ist nämlich jetzt genau das passiert beim Neigen. Wenn ich jetzt mit Y hier reingehe, kann ich jetzt hier anfassen und mit gedrückter Shift-Taste das schön so rüberziehen. Und für die andere Seite gilt natürlich genau das Gleiche für den Rücken. Da habe ich jetzt auch noch nicht diese Neigung drin. Dazu gehe ich erstmal wieder aufs Verschieben-Werkzeug, schiebe das Ganze jetzt hier hoch. So, und auch hier passiert jetzt wieder das Gleiche. Ich nehme jetzt wieder mit Y das Transparenzwerkzeug und ziehe mir das hier mit gedrückter Shift-Taste absolut waagerecht. So, jetzt habe ich die beiden Teile. Ich habe auch die Gruppe. Ich gehe mal wieder auf das gesamte Artboard und jetzt sieht man,
dass das eigentlich noch viel zu hell ist. Dann gehe ich einfach hier drauf und jetzt kann ich mal ausprobieren mit Deckkraft reduzieren. Ich drücke mal die 9, die 8, 7, 60%, 50%. Das reicht mir fast schon. 40%, 50 ist mir noch zu viel. Das gefällt mir. Okay. Jetzt probieren wir mal aus, wie das mit dem Glanz aussieht, wenn wir den spiegeln. Also ich mache davon ein Duplikat und spiegel den horizontal und nehme jetzt dieses Objekt mit, das war natürlich falsch, Steuerung Z. Nehme jetzt dieses Objekt mit dem Verschieben-Werkzeug mit V ausgewählt und schiebe das mit gedrückter Shift-Taste hier rüber. Und dann habe ich hier auch so einen Schein drauf. Ja, wenn man es ganz genau nimmt, muss man das Ganze jetzt natürlich nach unten auch noch machen. Ich erstelle jetzt also für hier unten auch nochmal so einen Schein. Dafür nehme ich mir wieder dieses Objekt, erzeuge nochmal ein Duplikat, gehe jetzt mit gedrückter Shift-Taste hier erstmal runter. Ganz kleines bisschen wieder rauf. Muss da noch mal ein bisschen weiter reinzoomen. So, jetzt kann man es besser sehen. Und dann mit den Cursor-Tasten oder Pfeiltasten ein Stück raufschieben. Ja, so gefällt mir das. Und das mache ich auf der anderen Seite genauso. Wieder etwas kleiner. Oder rauszoomen. Dann einmal hier. Das ist jetzt. Ich habe das zwischendurch mal vergessen umzubenennen. Das werdet ihr in der Datei, die ihr downloaden könnt, alles in der richtigen Variante finden. So, das hier ist dann oben links. Na, top, left. Das hier ist oben rechts. Top right. Davon noch ein Duplikat. Nehme ich das hier und sage jetzt, das ist unten links. So. Und das ist bottom right. Da habe ich noch einen Fehler drin. Das bleibt natürlich rechts. So, und das muss ich jetzt auch noch runterziehen. So, das habe ich ausgewählt. Ich drücke die Shift-Taste, damit ich das schön gerade nach unten ziehen kann. Und auch hier mit Z einmal wieder reinzoomen. Nochmal Z habe ich wieder mein Verschieben-Werkzeug. Und jetzt gehe ich hier ganz leicht hoch, so dass ich jetzt genau da drauf liege. Mit Command 0 gehe ich jetzt wieder raus. Mit Command Shift und Komma schalte ich meine Hilfslinien aus. Ja, und wenn ich mir das jetzt so ansehe, dann bin ich eigentlich mit dem Gröbsten durch. Gehen wir mal in die Vollansicht, beziehungsweise möchte ich ja jetzt mir erstmal hier dieses Mockup angucken. Etwas kleiner. Ich gehe hier nochmal rein. Das Problem ist, wenn man jetzt hier doppelt draufklickt, dann hat man zwar eine Vollansicht, aber wenn ich hier reingehe, ist das natürlich nicht mehr die Vollansicht, aber ich kann schon ganz gut isoliert sehen. Und ja, das Endergebnis gefällt mir ganz gut. Ich zeige euch jetzt nochmal, dass ihr hier ganz einfach auch jetzt einen neuen Hintergrund zum Beispiel einbringen könnt. Das macht ihr jetzt einfach nur noch auf dem Arbeitsbereich.
Hier unten habt ihr ja schon Hintergrund drin gehabt. Stellt euch mal vor, ich möchte jetzt ein anderes Bild hier einfügen. Das mache ich mal gerade. Dazu gehe ich erstmal hier in den Arbeitsbereich rein. Und jetzt könnt ihr ganz einfach hier über diese Funktion Datei platzieren, ein Bild auswählen. Ich nehme mal hier so ein gestacktes Bild, was ich mit Affinity Photo gemacht habe und ziehe mir jetzt mal dieses Bild. Ich gehe nochmal hier eben rüber, mal gucken, ob man das jetzt machen kann. Insert Target, ob ich dann noch das Bild drin habe, habe ich. Und jetzt ziehe ich mir das mal hier rein. So, ziehe es mal ein bisschen größer. Und jetzt muss ich natürlich das Bild nehmen und unter meinen Inhalt legen. So, und wenn ich jetzt mal hier drauf gucke, dann könnt ihr sehen, okay, das hat funktioniert. Ihr könnt jetzt also ganz leicht hier euer Cover gestalten. Ja, damit wären wir am Ende. Ich bedanke mich für eure Geduld. Das Tutorial ist eine ganze Ecke länger geworden, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Dafür, denke ich, gehe ich auch ganz gut ins Detail. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, dürft ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ihr habt bei dem Tutorial etwas gelernt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, wenn ihr selber mal Fragen habt, postet die einfach in meine Kommentare oder sendet mir eine Nachricht auf meinem Twitter-Kanal oder hier direkt bei YouTube. Ihr findet diese Projektdatei auf meiner Internetseite. Ich packe euch den Link unten in die Beschreibung und sage bis zum nächsten Mal bei Mensch Mesh.